Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es tatsächlich nochmal um einen weiteren DM-Haul. Ich habe diesen Monat ja schon DM-Haul hochgeladen und es gab jetzt aber im Laufe ja, der Zeit, wo ich quasi das Video auch vorgedreht hatte, nochmal einige Sachen, die ich gerne haben wollte. Und da meine Schwester immer an einem DM vorbeifährt, wenn sie fertig ist mit Arbeiten, habe ich sie gebeten, eine Expressabholung für mich zu holen und das hat sie auch gemacht. Und ja, ich habe jetzt hier einige Produkte stehen, auch zwei Kerzen, die ich euch ganz gerne zeigen möchte. Und ja, es sind Neuheiten geworden, aber auch ja, ein, zwei Sachen, die ich schon mal hatte, die ich einfach nochmal haben wollte. Und ich starte jetzt einfach mal durch. Zu einem habe ich wieder gebraucht, das hatte ich nämlich vergessen. Meine Zahnpasta, die Elmex Sensitive Professional. Ja, die verwende ich ja immer. Und meine ist jetzt bald leer und dann fange ich mein Backup an und dann hätte ich einfach wieder gerne eine im Vorrat. Deswegen habe ich die jetzt einmal mitgenommen. Die kostet 5 Euro. Schon viel. Ich muss aber auch sagen, die hält mir gute 2 Monate meistens, weil die sehr ergiebig ist. Man braucht da nicht viel. Die schäumt super auf und ist auch sehr frisch. Ich mag die. Und dann gibt es ja beide eine neue Marke. Beziehungsweise meine ich, dass es die Marke schon mal gegeben hat. Die ist jetzt nur neu aufgemacht worden. Und zumindest gab es den Markennamen schon mal. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich die gleiche Firma ist oder ob das jetzt irgendwie übernommen worden ist. Auf jeden Fall heißt die No Planet B. Da gibt es einmal hier die Handseife mit Kirschblüten und Limettenkernöl. Die fand ich super interessant. Gibt es auch einen Nachfüllpack von. Ich habe mich aber hier jetzt bewusst für diesen festen Seifenspender entschieden. Denn ich möchte den ganz gern, wenn der leer ist, weiterverwenden. Denn mein Bad, vielleicht habt ihr die Videos gesehen, die ich mal gedreht habe von meinen Badezimmern, ist ja so pink. Und da passt der Spender ganz gut. Es ist auch ein sehr stabiler Spender. Das fand ich dann eigentlich ganz cool, um das wieder zu verwenden. Deswegen habe ich mir hier den festen Seifenspender gekauft und ich denke, dass man hier auch diese Folien ganz gut abbekommen wird. Und das sind jetzt hier 300 ml und das riecht echt gut. Ich habe da eben auch schon dran gerochen. Verwendet habe ich sie noch nicht, aber das riecht echt schön. Also da bin ich super gespannt, wie die dann so duftet, wenn man sie verwendet. Ist pH hautneutral, 98% Inhaltsstoffe biologisch abbaubaren Ursprungs quasi und 96% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und werde die testen. Ebenfalls von No Planet B gibt es Haarpflege und da habe ich jetzt einmal das Shampoo mitgenommen, Intense Repair mit Aprikosenkernöl und Walnussextrakt, intensive Tiefenpflege für gesundes Haar und passend dazu eben auch die Spülung. Ja, die Produkte sind eben auch vegan und deswegen habe ich das mir einmal mitgenommen. Ich teste immer wieder ganz gerne vegane Produkte und hier fand ich einfach auch das Design schön und der Duft war auch sehr angenehm. Ich hatte das schon mal dran gerochen, habe es aber direkt im DM nicht mitgenommen, sondern habe es halt eben jetzt online mitbestellt. Und ich mag das sehr gerne. Also vom Duft her finde ich es angenehm. Ich bin gespannt, wie es dann wirkt in den Haaren und werde das auf jeden Fall auch testen. Und dann gibt es ja, da habe ich euch meine ich im DM-Haul eben das Trockenshampoo gezeigt, gibt es jetzt von der Pink Apple Punch Reihe auch ein Haarspray. Und ich mag ja eigentlich die limitierten Balea-Haarsprays immer ganz gerne. Ich finde, die sind immer ganz schön für den Alltag. Fruchtig, frischer Apfelduft. Kein Verkleben, keine Rückstände und so weiter. Also ja, finde ich ganz schön in der Stärke 4. Deswegen, ja, ich habe es mir einfach mitgenommen. Riecht auch sehr angenehm. Also ich mag den Duft ganz gerne und werde ich auf jeden Fall eben auch ausprobieren. Ein paar Haarpflege, nee, nicht Haarpflege, Gesichtspflegesachen duften mit, beziehungsweise Masken und sowas. Und zwar habe ich mir einmal so eine Ampullenkur mitgenommen. Balea 7 Tage Wellnesskur, ausgleichend und verwöhnend für eine strahlend frische Haut. Hier sind jetzt 7 Ampullen drin. Ich hatte das auch schon auf, um mir das anzuschauen. So sieht das Ganze aus. Man hat hier 2 Feuchtigkeitsampullen, dann 2 Antistress, 2 frische und dann wieder eine Feuchtigkeit. Und die soll man eben ja, jeden Tag eine benutzen. Ich werde das wahrscheinlich jeden zweiten Tag dann nur machen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob man da irgendwas merkt, ob das irgendwie wirklich einen Effekt hat. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, bin ich gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Hatte ich tatsächlich noch nie, meine ich, obwohl es die ja schon ewig gibt. Wollte ich einfach mal testen. Genau. Dann gibt es von Balea eine neue Maske und zwar von der Hautrein-Reihe Fruchtsäurepeeling und Pflegemaske. Da hat man eben hier oben einmal ein Fruchtsäurepeeling drin und hier unten einmal eine Pflegemaske. Das soll gegen Pickel und Mitesser wirken, soll antibakteriell sein und eben für unreine Haut. Und das wollte ich einfach mal testen. Ich mag ja solche zweigeteilten Sachen nicht ganz so gern, weil ja, man hat halt so eine Verpackung, man kann es aber trotzdem nur einmal benutzen. Aber wenn es halt wirklich wirkt, also mit dieser Fruchtsäure, dann ist das vielleicht eine ganz coole Sache. Bin ich gespannt drauf. Und dann, ja, die Muste mit. Die finde ich so süß von der Verpackung her. Von Balea die Tuchmaske It's Waffle Time. Das ist mit Beerenextrakt und Hyaluron und die Verpackung ist so süß. Also richtig, richtig süß. Und
Ja, was soll ich sagen? Habe ich gleich zweimal mitgenommen, weil ich die limitierten Sachen von Bali ja eigentlich ganz gerne mag, immer. Ja, der wohlig süße Waffelduft verwöhnt die Sinne, eben dann auch noch mit ein bisschen Beerenduft mit dabei. Und ich wollte die einfach testen. Ich bin gespannt, wie die ist. Ich bin wirklich sehr gespannt. Aber musste ich zweimal haben. Dann gibt es jetzt von Nivea endlich die Rose Touch Produkte auch in Deutschland. Und zwar ist das hier jetzt einmal die Tuchmaske für jeden Hauttypen. Habe ich einmal mitgenommen. Und passend dazu, wie soll es anders sein, die Augenpads. Die sind auch für jeden Hauttypen. Und ja, es hat jeweils also hier eine Maske und hier zwei Augenpads drin. Bin ich sehr gespannt. Ich mag Rosenduft. Ich bin sehr gespannt, wie die sein werden von Nivea. Ich muss sagen, die letzten Tuchmasken, die ich hatte von Nivea, fand ich nicht ganz so gut. Aber ich setze sehr große Hoffnung auf diese hier. Dann einmal zwei Duschgel, einmal von Balea, die Cremedusche Milch und Honig. Da hatte ich einfach irgendwie wieder Lust drauf. Das ist so ein Standardprodukt, wo es immer gibt eigentlich. Hatte ich Lust drauf, deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Mag ich für zwischendurch immer mal ganz gerne. Und dann gibt es ja auch von Adidas neue Duschen. Und zwar habe ich hier jetzt die Variante Energiekick mitgenommen. Ist ein Duschgel mit ja, Zitrusöl oder Orangenöl. 250 ml sind drin. Ich finde die Verpackung eigentlich ganz cool. Und ich habe da natürlich auch schon dran gerochen. Wie soll es anders sein? Und es riecht auch echt angenehm. Also sportlich frisch, aber sehr zitrisch. Also mag ich ganz gern. Bin gespannt, ob ich mich damit frischer fühle mit anderen Duschgel, weil ja Adidas so eine Sportmarke ist. Bin ich gespannt. Dann einmal, die wollte ich unbedingt haben. Die Creme Body Lotion Mindful Moment mit blumig sinnlichem Duft. Ich fand die Verpackung so schön. Hier muss ich tatsächlich sagen, ich habe die nur gekauft, weil die Verpackung so hübsch ist. Für trockene Haut mit 40% Öl. Ich mag aber diese normale Creme Body Lotion sehr, sehr gerne mit dem 40% Ölanteil. Und dachte, vielleicht könnte der Duft mehr gefallen. Und der gefällt mir auch. Also aus der Tube gefällt er mir sehr gut. So ein bisschen beerig, ein bisschen vanillig. Bisschen blumig, aber warm. Also ich mag das sehr gern vom Duft her. Bin gespannt, wie es dann auf der Haut sein wird. Und dann einmal, die hatte ich ja schon mal, die Balea bedruckte Fußsockenmaske Buttermilk and Lemon. Ich mochte die ja von der Pflege her sehr gern. Ich hatte nur diese Plastiknaht quasi gestört. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, gut, das hast du 10, 15 Minuten an und dann, ja, nimmst du es wieder ab und die Pflege hast du halt. Ich habe es jetzt einfach nochmal mitgenommen, weil ich es nochmal ausprobieren wollte. Und das ist eben ein sehr, sehr schöner Duft und ich fand die Feuchtigkeitspflege oder halt die, ja, den Effekt sehr gut und deswegen habe ich das einfach nochmal mitgenommen und hoffe, dass ich es genauso gut fand wie das letzte Mal. Und dann habe ich noch zwei Kerzen mitgenommen. Zu einem gibt es von Airwick neue Kerzen. Da habe ich mir jetzt einmal diese Variante mitgenommen. Warme Vanilleplätzchen. Ist eine LE und ist ein wesentlich größeres Glas, wie ich gedacht habe. Kostet aber, glaube ich, auch 6 Euro, bin ich der Meinung. Ist aber ein großes Glas. Also ich weiß gar nicht, steht hier irgendwie drauf, wie lange das brennen soll. Kann ich jetzt nicht direkt erkennen, tatsächlich. Aber ich wollte es einfach haben. Und so aus dem Glas riecht es wirklich schön, aber nicht so übertrieben stark, sondern sehr, sehr angenehm. Und dann auch eine Kerze, die habe ich eigentlich jedes Jahr einmal im Winter, wenn nicht sogar manchmal zweimal. Das ist die Honey and Chocolate Maske von Glade. Die mag ich richtig gern. Also die ist richtig schön, die riecht richtig, richtig toll. Die hat eine schöne Note, also die ist nicht so extrem, ja, überladen oder künstlich, sondern die riecht halt wirklich richtig angenehm. Und deswegen habe ich die nochmal mitgenommen. Genau, und das war es dann auch schon wieder von DM. Also es ist ein kleinerer DM-Haul geworden. Ich habe aber trotzdem 31,35 € bezahlt ohne die Kerzen. Habe aber noch einen 4,50 € Rabattcoupon gehabt von dieser, ja, Rabattaktion von DM. Und habe dann quasi 26,85 € nur bezahlt. Genau, also immerhin ein bisschen was an Rabatt bekommen, ist natürlich auch nicht schlecht. Und natürlich immer die Payback-Punkte, die dann ja noch aufs Payback-Konto quasi gehen. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Produkte von den Produkten getestet habt, die ich euch gezeigt habe. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!